willkommen Leute zurück zu Dying Light, der keine Ahnung wie vierten Folge, weil ich hier gerade alles am Stück aufnehme und oh mein Gott, meine Karre geht auch kaputt, wenn ich durch die Kotze fahre. Zu fahren benötigt aber die Benzinanzeige sehen Sie im Hut, behalten Sie im Auge, wenn das Benzin zu nahe geht, finden Sie Nachschub mit verlassenen Fahrzeugen und an Tankstellen oder einen Buggy aufzufangen, interagieren Sie mit dem Benzintank. Okay. Warte, meine Benzinanzeige, ja, hab ich noch. Natürlich sind bei der Tanke ganz viele so schnelle Zombies, ey. Boah, muss ich erst auf das Schloss knacken? Ach. So. Wenigstens nicht, dauert es nicht lange gedauert. Ernsthaft. Eine Zigarette ist das Einzige, was ich habe. Flasche mit Benzin. Wo ist hier das Benzin-Ding? Hier. Halt ein F auftanken. Und wie viel Benzin habe ich jetzt auch? Ein bisschen mehr. Boah, natürlich leckt das Game wieder. Muss ich mal durch, weg da. Wow, noch eine Tankstelle mit ganz vielen so Aggro-Zombies. Kann ich nicht irgendwo mal normale Zombies finden? Oder überhaupt keine, das wäre auch toll. Alter, wie riesig ist die Map? Das ist doch krank. Dann so, wenn es jetzt keine Karre gibt, dann wäre man dem Spiel richtig am Arsch in dem DLC. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Bitte weg von meiner Karre. Danke. Oh, aber ich habe neue Kraftstufe. Was gibt's denn hier? Es besteht 10% Schaden, da geht man im Tritt ausnocken. Und wirft bis zu 3. Ja, ich nehme mal das, weil Wurfgegenstände habe ich jetzt noch nicht so hier. Was ist da? Ist über den Fahrer, aber mal in verschiedenen abgesperrten Buggy. Töten Sie mit dem Buggywagen, bla bla bla. Möglichst ihn Buggy-Teil Stufe 1 zu bauen. Ah, okay, nice. Halt Maul, Vibe. Geh mir den Sack. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, befindet alle, befindet. Oh fuck. Ich hätte definitiv versuchen sollen, den Boomer nicht in die Luft zu jagen, Alter. Nein, du verwandelst dich nicht. Danke. Alter, wie weit sind die mir hinterhergerannt, Junge? Das ist ja krank. Naja, wenigstens haben die ein bisschen Kohle. Also, leider auch nur ein bisschen. Schmierstoff. Ja. Wow, leerer Tank. Hier was, Flasche mit Benzin. Leer. Eine Kiste. So eine Kiste, da habe ich jetzt. Und da ist drin. Also außer Lex. So. Und es ist. Nur so ein GAI-Paket. Militärmunitionspaket. Oh, nice. Ich frage mich, ob dieses Militärmunitionspaket für mein Polizeigewehr funktioniert. Weil theoretisch gesehen ja nicht. Was ist hier drin? Ein Wasserrohr? Ah, nee, so ein improvisierter Kackhammer, der überhaupt keinen Schaden hat. Warte mal. Ja. Militärmunition zählt also auch die Polizeimunition. Gut zu wissen. Ich hätte hier drüber fahren können, lol. Das mache ich. Okay, nein, geht nicht, weil ihr. Och, Bullshit. Warte mal kurz, kann ich schon. Molotow-Cocktails. Jetzt werden die Zombies weggereckt. Aber den muss ich den Scheiß erst noch ausrüsten.
Vorlampe brauche ich nicht, Molotov Cocktail. Ach, muss ich da eins auf hin? Ja, ich muss da eigentlich rein. Junge, was? Oh, aber das wird Spaß. Alter, wie hält der Typ aus? Guckt euch den mal an. Er stirbt nicht mal. Ey, meine Fresse. Ich glaube, ich höre mal auf, jetzt hier nutzlos Gegner zu töten, sondern versuch mal dahin zu gehen, wo ich hin muss. Möglicherweise sinnvoll. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Was geht hier ab? Alles klar. Na, wenn das nicht Kyle Crane ist, schön dich zu sehen. Und das hier, das ist der Segen der Mutter. Er ist einer der Gesichtslosen. Sehr gut. Ich muss ihn was fragen. Wage nicht, ihn zu stören. Es sind seine Gebete, die uns schützen. Verstehst du das nicht? Okay, okay. Ich lasse ihn in Ruhe. Aber ich habe was für dich. Mit Grüßen von Bilal. Dieser Bastard. Das war's dann schon? Du kriegst den Strom wieder zum Laufen? Oder brauchst du noch was? Naja, da du schon fragst. Als dieses uralte Stück Scheiße die Grätsche machte, hat es wohl auch den Hauptschalter erwischt. Er muss resettet werden. Wo ist er? Im Damm. Und ich bin hier so gut wie fertig. Je schneller du das erledigst, desto besser. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Lol. Okay, das finde ich jetzt irgendwie creepy, dass die Zombies ja eigentlich angreifen, wenn man in diesem komischen Abfucker-Rauch von dem Typen steht. Ja, da ist Stacheldraht. So, was gibt's denn hier drüben drin? Hm? Ah, nichts. Dann gehe ich da auch lieber nicht rein. Ich hoffe, mir sind keine Zombies drin. Wisst ihr was? Na, Uzi oder. Ja, Uzi. Oder versuchen wir, dass das von Maschinenpistole ist. Oh nee, nicht die Spasten schon wieder. Der Typ geht mir auch so offen gesagt. Also, Hauptspiel. Kacke. Warum kann nie etwas einfach sein? Junge, geh mir nicht auf den Sack. Ah! What? Seit halt, wann explodiert die Kotze?
So, sind die Kotzer von euch tot? Hallöchen. Wo bist denn du, Großer? Ah, da bist du ja. Kannst du bitte so freundlich sein, dich nicht bewegen, damit ich dich umbringen kann? Irgendwie habe ich das Gefühl, der Typ stirbt nicht. Ja. Ich glaube, der Typ kann nicht sterben. Stellt mir jetzt die Frage, wie oder wann oder wo komme ich jetzt hier weg? Oh, natürlich rennt der Typ schon los. Dürfte ich vor dem Spast mal sicher sein, hoffentlich. So, ich muss da drüben rein, ohne Witz. So, langsam nervt mich das. Achso, ich muss da den Haupthalter umlegen, ohne. Alter, ich glaube, ich muss den Typen echt umbringen, obwohl es gar nicht geht, weil der irgendwie mortal ist. Auf nicht zu bewegen, Fetten. Ah, der Typ kann das doch sterben. Zeit mal die Knarre auszuprobieren. Oder warten wir zu schnell ab, das würde ich zugeben. Natürlich. Ja, klar. Geht sterben, Alter. Meine Fresse. Oh mein Gott. What the f... Was ist das für ein abgefickter Spawnpunkt? Alter, Spiel, willst du mich eigentlich verarschen? Natürlich spawn ich direkt in der Fresse von dem Spasten hier. Alter, der Typ geht mir richtig hart auf den Sack. Der Wichser jetzt tot. Alter, was geht falsch mit dem Jungen? Ich finde gleich meine ganzen Symptome, wenn es so weitergeht. So, mach ich mal noch einen Molotow. Alter, fuck man, der Typ geht mir richtig auf den Sack. So, wenn wir den Spaß da endlich mal töten, dann sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.